Seiten. Wir wissen, dass es eine unglaubliche Aufrüstung in Russland gegeben hat, mit Waffen, die europäisches Territorium bedrohen. Und deshalb haben wir uns lange mit der Frage auseinandergesetzt, wie können wir Abschreckung sicherstellen, die unser eigenes Bündnisgebiet, aber auch Deutschland sichert, mit konventionellen Möglichkeiten. Es gibt den nuklearen Schutzschirm, aber es geht ja darum, dass wir daneben einen eigenen Schutz haben mit Abschreckung, die möglich ist. Und dazu brauchen wir die Precision Strike Möglichkeiten. Das haben wir geschrieben in unsere Sicherheitsstrategie als Bundesregierung. Das habe ich angekündigt öffentlich, dass wir das haben wollen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Darüber haben wir Vereinbarungen mit unseren wichtigsten Verbündeten, zum Beispiel Frankreich und Großbritannien, über die Entwicklung eigener Fähigkeiten im Hinblick auf solche konventionellen Möglichkeiten der Abschreckung. Und deshalb passt die Entscheidung der Vereinigten Staaten genau in diese Strategie, die wir öffentlich diskutiert seit langer Zeit zur Sicherung des Friedens in Europa verfolgen. Erstmals wieder landgestützte Raketen und dann nur in Deutschland. Wir reden ja nicht über NATO, sondern wir reden über eine bilaterale Vereinbarung mit Deutschland. Nur in Deutschland auf russische Ziele gerichtet sind, dann ist das nicht eine Kleinigkeit. Zumal wir ja durchaus see- und luftgestützte Waffen haben. Als SPD übernehmen wir Verantwortung dafür, dass kein Kind, das heute in Deutschland geboren wird, wieder Krieg erleben muss. Die Stationierung der US-Raketen mit größerer Reichweite sei dafür ein wichtiger Baustein. Uns ist es wichtig, dass für Deutschland die Kriegsgefahr sinkt und nicht weiter ansteigt. Und deswegen machen wir das auch in diesen Wahlkämpfen zum Thema. Und auch eine Landesregierung hat natürlich die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben und ihr politisches Gewicht in die Waagschale zu werfen. А сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наземных ракет средней дальности. Олаф Шольц так и сказал простодушно: США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это хорошее решение. США решили. И при всем этом господин Кирби, координатор по вопросам медиапространство в Вашингтоне от имени президента США заявляет, цитирую, «Мы не стремимся к Третьей мировой войне. Это имело бы ужасные последствия для европейского континента». Конец цитаты. Как говорится, оговорка по Фрейду. То есть в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение. Ну а европейцы, конечно, должны осознать, какая самоубийственная роль им уготована.